Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Starfield. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wir sind hier immer noch auf dem Dampfer hier, auf dem Starliner. Glaube ich, so hieß es, wa? Und müssen jetzt mal gucken, wie wir jetzt an Dombrowski rankommen. Auf jeden Fall, Freunde, wenn euch das Ganze hier gefällt, liken, kommentieren und checkt auf jeden Fall auch die Videobeschreibung ab. Genau, Videobeschreibung auf jeden Fall abchecken. Wenn ihr günstig Games Guthaben braucht oder ein kostenloses Gewinnspiel mitmachen wollt oder bei dem mitmachen wollt, dann macht das gerne. So, okay. Also, wir müssen jetzt mit dem labern. Und machen das. Hallo. Für die Wohltätigkeitsgala hier? Ich würde lieber über Larry Dombrowski reden. Dombrowski? Das ist der Manager, der drüben im VIP-Bereich des Ballsaals Hof hält. Nun, ich arbeite für die UC Security, nicht für die Galbank. Ich kenne ihn nicht persönlich. Claudia Swift behauptet, du hast Informationen über Larry. Claudia hat dich geschickt? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist oder beides. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Wir wissen beide, wer du bist. Ansage hier von ihr, okay. Vielleicht werde ich alle meine Beweise den Behörden übergeben. Ich bin die Behörden, falls dir das noch nicht klar war. Nee, war mir nicht klar. Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Ich arbeite für die UC Security. Was meinst du, wem man glauben wird? Scheiße. Ein wirklich edler Starlight. Ja, ich merke schon, ich hatte meine Gelegenheit. Ich habe zu hoch gepokert, ey. Okay. Du musst uns helfen, Junge. Ich habe dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Ja, ich merke schon. Okay, er ist zusammen mit Swift und Dombrowski in die Veruntreuung von Geldern verwickelt. Das würde natürlich seine Drohungen erklären. Verstehe. Wir brauchen konkrete Beweise für die Veruntreuung. Das wird schwierig. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Okay. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Gute Idee. Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Okay. Ja, obwohl, wäre es nicht sehr riskant, das abzuschalten? Das hier ist eins von Tridents Vorzeigeschiffen. Es hat also von allem nur das Beste. Und dazu gehört auch ein Lebenserhaltungssystem mit dreifacher Redundanz. Soll heißen, selbst das Backup hat ein Backup. Glücklicherweise löst ein Ausfall trotzdem einen Notfallalarm aus und alle müssen in ihre Kabinen, bis ich Entwarnung gebe. Was ich nicht tun werde. Okay, ich mache es. Dein Tonfall erfüllt mich nicht gerade mit Zuversicht. Ist das auch wirklich eine gute Idee? Wir haben keine andere Wahl. Das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen. Eins noch. Wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wäre es lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Also dann, ich gehe mal lieber packen. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Okay. Wo finde ich die? Wo finde ich die? Ja. Im Crewbereich gibt es einen Zugang. Da kommst du vom Sternensaal aus hin. Da sollte Sandin sein, der Chefingenieur, und wie üblich Däumchen drehen. Viel Glück mit dem Typ. Das wirst du brauchen. Okay. Wenn du an Sandin vorbei bist, sieh dich nach dem Raum namens Environmental Control um. Da drinnen findest du alles Nötige. Vergiss nicht, sobald du das System abschaltest, wird auf dem Schiff die Abriegelung eingeleitet. Die Aussicht ist einfach spektakulär. Okay, dann ziehen wir das durch, oder?
Also ich muss sagen, die Mission gefällt mir. Die Mission gefällt mir. Auch wenn ich natürlich ein bisschen Bock hätte, auch auf ein bisschen Action, Baller-Action, kaputt schießen, Leute und so. Ich freue mich, Sie kennen. Aber macht schon Laune. Weil das fühlt sich jetzt gerade so richtig nach so einer typischen Mission an. So einer typischen Befeste-Mission. Man muss da labern, mit dem labern, den überzeugen, versuchen, den zu überzeugen. Okay, es scheitert, dann muss ich irgendwelche Sachen finden. Macht schon Laune. Okay. Ich gehe hier mal durch, weil ihr wisst Bescheid. Okay. Na komm. Es sieht alles sehr gepflegt aus, ja. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Nur in Bereiche investiert, Augenblick! Die Gäste auch sehen. Du bist Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ich muss dringend zum Lebenserhaltungssystem. Oh, tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Hey, man merkt, dass du hier unten echt einsam bist. Häng doch mal mit deinem Team ab. Ja, das wäre schön. Mir ist hier unten so langweilig, dass ich schon die Deckplatten zähle, um die Zeit totzuschlagen. Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Denk ja daran, nichts anzufassen. Na klar doch. Es war ja echt simpel. Dass es so simpel ist? Okay. Hat er es jetzt gemacht? Ah ne, aufgemacht, okay. So, warte mal. Sind die alle weg? Liegt hier irgendwas krasses? So, gucken. Okay, schalten wir es ab. Durfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Okay, läuft doch nach Plan. Ach komm, scheiß auf die 200 Credits, nicht, dass es da wieder Stress gibt, ey. Schon viel besser. Jede Menge Platz. Ach, jetzt gefällt dir das plötzlich, hm? Ich glaube irgendwie, also manchmal habe ich den Eindruck, die weiß auch nicht, was sie will. Erst mich so komisch fragen, ja, das klingt aber nicht so, als ich da sollten wir das gut machen. Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Na klar, mach ich doch. Na komm. Ein scharfer Kontrast zu den Crewquartieren, was? Muss er sich jetzt erst in Position bringen? Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Okay. Ich bin in geheimer Mission? Nee. Ich rede lieber für die Crimson Fleet. Dombrowski hat etwas, das die Crimson Fleet haben möchte. Ich hielt ihn schon immer für einen Narr. Aber dass er sich mit der Crimson Fleet einlassen würde, überrascht mich trotzdem. Aber warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Claudia hat einen Notfall ausgerufen. Laber doch nicht. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Bist du fertig? Okay, danke schön. Claudia hat gesagt, Dombrowski hat euch hintergangen und betrogen. Claudia hat das gesagt? Verflucht. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Ich will ehrlich sein, ich will mich bei der Crimson Fleet nicht unbeliebt machen. Aber wenn ich dir diese Informationen gebe und sie in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. So oder so verliere ich.
Na, hier kommt. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast. Okay. Sag Dombrowski, er sollte verduften. Denn wenn du ihn nicht umlegst, mach ich das. Natürlich machst du das. Du bist richtig krass, nämlich, wa? Gut, okay, haben wir das auch. Jetzt müssen wir nur noch zu Dombrowski. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sicher ist es nur eine kleine Störung oder eine Übung. Durfte ich... Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Ja. Woher wusstest du, dass ich involviert bin? Du glaubst doch sicher nicht, dass ich mich an einer so heiklen kriminellen Unternehmung beteiligen würde, ohne das gesamte Spielbrett im Auge zu haben. Ich weiß nicht, warum du in diese Angelegenheit verwickelt wurdest, aber so oder so ist eindeutig schnelles Handeln gefragt. Lass uns verhandeln. Sehr gut, sehr gut. Also dann lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Und da meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Okay. Sehr beeindruckend, Professor. Ich habe durchaus eine umfassende Bildung genossen. Aber als Professor würde ich mich nicht bezeichnen. Allerdings bedeutet das Kompliment wohl, dass du kaum etwas von dem verstanden hast, was ich bis jetzt gesagt habe. Um es grob zu sagen, du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Dauert das noch lange? Ich kriege langsam üble Kopfschmerzen. Ja, ich auch, wenn diese scheiß Roboterstimme die ganze Zeit dazwischen quatscht, unnötigerweise. Okay. Ja, mehr will ich nicht. Famos. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih, ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Warte mal eben kurz. Nein! Alter, nun stirbst du! Nein! Scheiße! Bitte! Ich weihe dich auf! Ach komm, ich lade nochmal neu. Ach, schade, ich wollte ihn eigentlich nochmal umbringen, jetzt mal, weil er so frech geworden ist, weißt du? Dann haben wir wohl eine Übereinkunft oder so. Ich sag's simpler, du verstehst es wohl sonst nicht. So. Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen, wie am Schnürchen. Ich hab gekriegt, was ich wollte. Oh, wie schön für dich. Ich hoffe, du legst bei Delgado ein gutes Wort für mich ein. Sonst hätte ich meine Karriere für nichts riskiert. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten?
Junge, diese Stimme. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Ja, schon gut, schon gut. Ich verstehe vollkommen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Wege. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schulde dir was, Tovarischt. Was meinst du? Wie hast du mich genannt? Keine Sorge, das ist keine Beleidigung. Nur ein sehr altes russisches Wort. Bedeutet Genosse. So nenne ich dich ab jetzt. Also gewöhn dich dran. Heißt es das wirklich? Das kannst du laut sagen. Keine Sorge, du kriegst schon, was du verdienst. Versprochen. Tja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Ich kann ihn gar nicht locker lassen, ne? Das ist wirklich sein größter Traum, da wieder dabei zu sein. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Ja, ist Notfallzustand, wir wissen es. Nee, komm. Komm, auch wenn ich dann hier wahrscheinlich komplett eigentlich ungesehen bin. Ich probier's jetzt. Okay. Wollte gerade sagen, nicht, dass es passiert, obwohl ich eigentlich komplett ungesehen bin, dass ich dann doch beim Clown erwischt werde, obwohl mich eigentlich keiner sieht, Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Na, ich wollte es gerade sagen. Obwohl, wenn ich vor dem Clown... Ach komm, scheiß auf. Ich lasse es einfach. Hier runter. Warte kurz. Einmal kurz Sauerstoff komplett leeren. Wie viel haben wir jetzt eigentlich mittlerweile davon? Muss ja jetzt das sechste Mal sein. Letztes Mal haben wir 5. Ich hab das doch jetzt komplett verbraucht. Ich muss doch nur den Das wird nicht richtig gezählt. Ohne Scheiße, das wird nicht richtig gezählt. Es steht ja, ich muss den Sauerstoff verbrauchen. Und nicht bis in den CO2-Stand gehen. Oder? Oder ist es jetzt verzögert einfach nur? Ich mach jetzt einmal bis ich halb verrecke. So, jetzt müsste es ja so oder so auf jeden Fall sein. Aber... Jetzt ist es. Ich hatte es schon mehrfach gehabt, dass es schon beim Sauerstoff, da steht ja auch Sauerstoff. Oder war das jetzt einfach, wahrscheinlich vielleicht ist es auch einfach nur später registriert worden. Na, das kann natürlich auch sein. Okay, ganz ruhig. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir wurden mindestens zweimal betrogen am Anfang. Bin ich immer noch der Meinung. Bin ich einfach immer noch der Meinung. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Immer ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Falsch. So. Gibt es noch New Atlantis? Aber wieso denn New Atlantis? War das jetzt das Richtige? Das war noch die Story dann, oder habe ich jetzt aus Versehen irgendwas anderes angeklickt? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich bin immer noch richtig. So, jetzt mal ernst. Ehrlich jetzt, warum hat er das Schiff genommen? Ich will das nicht. Ich will das nicht! Warte. So, registrieren. Ja, ich registriere es. Aber ich will es trotzdem nicht haben. Frachtraum? Hilfe? So, erstmal alles einstecken. Nein, ich war doch noch nicht red. Nein, das ist jetzt. Geht alles hier schon. Ressourcen, alle nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Ja, nimm alles. So, jetzt. Und hier.
Wie wechsle ich denn jetzt hier? Warte mal. Soll. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nur zu. Heimatschiff festlegen. Ist doch eigentlich aber auch. Hat er das jetzt automatisch gewechselt, das Heimatschiff? Ich dachte, man müsste das extra bestätigen. Da ist es doch wieder. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz mal schauen. Verkaufen. Sonstiges. Medizinisches Material. Nee. Einfach mal alles weg damit, oder? Ja. So. Kleidung. Sieht nicht schlecht aus, aber weg damit. Weg damit. Gar keine Kohle mehr. Sag mal, was ist denn hier los? Schämt er sich nicht? Dass er so wenig Kohle noch hat? Als nächstes verkaufen. Okay. Okay. So, Frachtraum. Inventar. Ressourcen. Alle Lager. Okay. Sonstiges. Es bleibt einfach. Warte mal. Helme, Lagern, Kleidung, Rucksäcke, zack, zack. Alles mal reintun. Waffen. Weg, weg. Trotzdem immer noch so viele. Weg damit. Da habe ich noch einen mehr. Okay, man kann natürlich eigentlich auch jetzt aufs Schiff gehen, mehrfach schlafen, dann hat der Händler wieder Kohle. Das könnte man machen, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann könnte man den Rest verkaufen. Ich weiß aber nicht, warum ich jetzt trotzdem noch so schwer bin. Trotzdem noch über 100. Was habe ich denn jetzt hier am Start? Ich habe doch eigentlich alles abgegeben. Sonstiges? Ist hier alles super schwer? Ehrenritterpreis? Ne. Den geben wir ja gleich ab. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nichts. Was ist denn so schwer hier, ey? Die Waffe, vielleicht die ganzen Waffen, ey. Vielleicht die ganzen Waffen, ey. Ach, keine Ahnung. Scheiß auf. Gut. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Ja und? Ich scann dich auch, ey. So. Müsste ja jetzt Nummer 7 sein, ne? Eigentlich. Hey, mach mit dem Boostpack kein Blödsinn. Mach mit dem Boostpack kein Blödsinn. Was hast du hier zu melden, ey? Dass du so Ansagen verteilst hier, du kleiner Lump. Gar nichts. Zum Glück sind diese Fahrten kurz. Ich mag es nicht mit vielen mir unbekannten Menschen auf engem. Ja, wir haben es verstanden. So, jetzt müsste es ja 7 sein. Seht ihr? Jetzt ist es nicht. Jetzt habe ich nur den Sauerstoff verbaut. Anscheinend muss man wirklich bis in den Tod fast da rein sprinten. Lass mal jetzt, oder kommt es jetzt wieder verspätet an? Nein, ist weg. Okay, man muss wirklich fast in den Tod rein sprinten. Also bring dich bitte einmal fast um. Dann ziehen wir das als einen erledigten Balken. Was ruckelt das hier, Alter? Boah, habt ihr es gesehen? Bruder! Eieiei, Karamba! Ist das nochmal noch gut? Nee, nee, nee. Man muss sich wirklich einmal tot. Wir machen das jetzt einmal. Machen wir einmal hier bitte in den roten Bereich. Einmal bitte in den roten Bereich sprinten. Fast sterben bitte. Am besten K.O. gehen noch. System werden stark von den Geschehnissen in diesem Gebäude.
Oh, was? Was ist das denn? Krass, einfach eine Mission bekommen. Mhm. Jetzt müsste es doch... Jetzt zählt es. Okay, gut. Egal, gut. Ist auch scheißegal. Ich will es ja nur irgendwie langsam mal erledigen, wisst ihr? Gut. Ich will es ja nur einmal erledigen, Mensch. So. Kümmere dich um die... Okay. Hallo, willkommen im... im Archiv der Gelbank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Hier. Sehr gut. Einen Moment, bitte. Multipass. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ich habe ein seltsames Gefühl, Junge. Es geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Die hören uns. Es ist so, Ekliptik haben hier reinmarschiert. Die sagten, sie werden abwarten, bis sie ins Archiv gehen und sie dann überrumpeln. Ich soll sie reinlassen und mich dann aus dem Staub machen. Und wenn ich mich nicht an die Anweisungen halte, bringen sie mich um. Bitte seien Sie vorsichtig. Wer weiß, wie viele von denen da drin sind. Danke dir. Ich muss zurück auf meinen Post. Danke, Schleichspeicher. Nicht, dass noch jemand Unerwünschtes hier reinkommt, was? Ja, genau. Oh, shit. Okay. Angriff! Brauche Ablenkungsmanöver! Lass mal die neue Schrot ausprobieren. Munition alle! In Deckung! Ey, die ist ja geil! Die ist geil, ey! Feuer! Alter, die haut rein! Warum hat die denn die Fäuste draußen? Ich hab ihr sogar Waffen gegeben! Sie ist wirklich ein bisschen dummer. Haha. Auf was? Ey, die KI ist so dämlich. Die ist so dumm, einfach nur. Hammerhart, wirklich. Okay. Ja. Boah, Level 18. Schieß, schieß, schieß. Die ist mega geil, die Knarre, ey. Und ist nur eine normale. Ganz normale weiße. Jo, warum brennt er denn jetzt? Hat die einen Spezialeffekt? Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Was ist die Musik laut? Ist die Musik laut? Erstmal looten die Schweinegesichter. Munition auf jeden Fall mal mitnehmen. Die ist ja mega geil, die Knarre. Yeah, nice, nice, nice. Hm. Zählt das jetzt wirklich als Diebstahl? Ich nehm's jetzt mit, Alter. Wer will mich schon aufhalten? Okay. Okay. So. Legacy. Aha. Das ist doch die Information, die wir haben wollten. Und tschüss. Geil. Geil, geil, geil. So. Läuft doch, läuft. Ey, hier will hier in dem Gebiet will man nicht sein, ne? Ruckel wie Sau, ey. Mach nochmal einen halben Todsprinter, ey. Und dann machen wir eine schnelle Reise. Hau nur ab hier. Ich weiß nicht, ey, manchmal muss ich sagen, sieht das Spiel gar nicht schlecht aus, aber hier dieser Planet ist, guck dir das an. Guck dir die Gräser an, das sieht potent hässlich aus, der Planet, muss ich ehrlich sagen, ey. Der spricht mich gar nicht an.
Also von den Gebäuden her ja schon, aber irgendwie ist es irgendwie so, es ist so clean, steril. Aber nicht clean, steril, weil es so einfach futuristic Planet ist, sondern einfach, weil die Texturen einfach gefühlt nicht vorhanden sind. Wisst ihr, was ich meine? Dafür sehen andere irgendwie Planeten, auf denen wir schon unterwegs waren und so Innenanlagen, wo wir schon gelaufen sind und so, sieht's echt, sieht ganz cool aus. Aber hier irgendwie, ich weiß nicht. Der Planet ist irgendwie, nicht so geil. Irgendwie nicht so geil. Also von der, ich weiß nicht. Als fehlen da irgendwie noch die Hälfte der Texturen oder so. So, einmal kurz aussteigen, bevor ich es jetzt wirklich vergesse. Jetzt sind wir ja wieder auf unserem normalen Schiff. Obwohl, scheiße, ich weiß gar nicht, ob das Schiff das hat. Forschungsstation. Ich glaube aber schon, ne? Ja? Oder hat es nur mein anderes Schiff? Hey, wie steht's? Ach, scheiße, Alter. Hat es das überhaupt? Papa, hast du mal Aurora genommen? Und was? Tja. Schon lange nicht mehr, Liebes. Nicht. Und wie war's? Furchtbar. Es war furchtbar. Halt dich von dem Zeug fern. Glaub mir, Cora. Das ist schlimm. Wir haben hier gar keine Forschung. Scheiße. Ich hatte auf jeden Fall eine. Oder kann man das irgendwie übers Menü machen? Nee, wa? Man braucht. Oder? Warte mal, ich weiß gar nicht. Oder kann man das übers Menü machen? So, wo man denn so, wie sagt man? Ist schön unterwegs zu sein. Ich komme hier gerade nicht drauf. Mein Gott, so Accessoires und so Aufsätze für die Waffen. Geht doch mal! Tut die am liebsten kaputt schlagen. Irgendwann raste ich komplett aus. Guckt euch das an! Hier ist jeden Tag Weihnachten. Ja, Weihnachten in der Nase! Anders kann man sich nicht aushalten. Verpiss dich jetzt, so kleines Drecksbalg, ey. Meine Fresse nochmal. Was ist denn hier los zum Teufel? Scheiße nochmal, Mann. Ich muss mich jetzt hier hinsetzen, weil ich nicht weiß, wo der normale Ausgang bei dem Drecksloch von Schiff hier ist. Ganz ruhig jetzt hier. Obwohl, nee, wir müssen ja sowieso erstmal andocken, ey, bei der Scheiße. Mein Gott, geht die mir auf den Sack nochmal. Gut. Ich hab doch gesagt, ich bleib ruhig. Hat für ein paar Parts gereicht. Gut, alles klar. Ey, wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich kann mich so reinsteigern, Mann. Ich kann mich so reinsteigern, Alter. Seit über 20 Jahren machen sie so eine Art von Spielen und kriegen es immer noch nicht hin. Das ist, ich weiß nicht. Ist da eigentlich ein Lerneffekt bei Bethesda manchmal? Bei manchen Abschnitten überhaupt nicht, wa? Sachen KI oder irgendwie so Nervigkeiten, ist einfach kein Fortschritt, wa? Kannst du nochmal zurückgehen zu Morrowind? Ist genauso. Das ist nicht normal, Alter. Wenn du entspannen willst, jetzt ruhig aber jetzt hier, okay? Regt ihr euch doch nicht auf. Seid ihr doch mal ein bisschen gechillter Mensch. Weißt du? Dann wohl nicht wahr sein, ey. Sprich mit Bock. Wenn du Bock siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. So, zeig mal an, wo ich jetzt lang gelaufen muss. Oh, ein Scheißloch hier. Was ist das denn? Hey, was machst du denn hier? Okay. Bald wird die Fleet allen das Fürchten lehren. Dein Kumpel Rokoff ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Er ist gar nicht so übel, hat mir geholfen. Ach ja? Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn bürgst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Kriggs Vermächtnis. Apropos Informationen. Lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock? Warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und... da ist es. Bannock 4. Mal sehen. Verdammt, Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Das wäre in einem
Nein, es wäre in jedem Schiff Selbstmord. Es muss einen Weg geben. Klar, wir ummanteln dein Schiff einfach mit Tonnen von Kupfer und schießen dich direkt rein. Das sollte klappen, oder? Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Kriggs hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Kriggs hätte nicht aufgegeben. Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Neva, dem Gelbank-Daten zufolge, hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es Comspike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses Comspike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die Comspike-Sache mit Jazz durchzurechnen, aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Ja, wir kriegen das hin. Versprochen? Schreibst du das so in dein Tagebuch, kleines Mädchen? Hey, das reicht! Kriggs Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. Ich mach doch gar nichts, du Affenkind. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Oh, ey. Kann ich die umbringen, Alter? Die will ich umbringen. Ist mir scheißegal, was passiert. Die bringe ich um. Die Alte. Die mache ich. Wow. Ich habe mich schon gewundert, warum wir hatten da die Pistole ausgewählt. Da muss doch die Medkits hin, ey. So. So. Ganz da unten, so, zack. Die kleine Rotznase, ey. Samina kann dich nicht nur zusammenflicken. Sie hat auch richtig gutes Zeug, wenn du verstehst. Ja, ich verstehe. Kann die mal ein bisschen schneller laufen, ne? Offensichtlich wurde nichts von den jahrzehntelang erbeuteten Reichtümern für die Station ausgegeben. Das verheißt nichts Gutes. Waffenbank. Ja, aber ich habe ja nichts freigeschaltet, ja. Hier um dein Schiff auf. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Boah, geht dir mir auf den Sack, ja. Ja, hier. Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Es wäre natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokoff nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber das ist dein Problem. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir. Scheiß auf den Respekt. Okay, Fleet. Wir haben alle genug zu tun. Also gehen wir es an. Okay. So, nur deswegen sollte ich hier folgen. Oder? Irgendwann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht. Hast du Durst? Bock? Zurück an die Arbeit. Teuflische Lieferung? Hey, sag mal, wie lange geht denn die Storyline vor allem an? Es sieht immer noch nicht danach aus, als wenn irgendwie so langsam mal ein Ende in sich wird. Ja.
Tja. Wie baut man denn in sein Schiff so eine Forschungsanlage rein, ey? Und angedockt. Obwohl, so eine Forschungsanlage gibt es bestimmt auch in der Loge. Dann baue ich das in meinem Schiff gar nicht. Das gibt es bestimmt in der Loge, ne? In der Loge gibt es bestimmt eine, auch eine Werkbank und alles gibt es da 100%. Okay, gut. Ich meine, für einige Upgrades und so sollte es doch langsam mal rechnen an Sachen, Ressourcen und Materialien. Wenn Missionen ständig auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du? Ich habe es geschafft. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galbank-Computern kopiert hast. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Delgado wird sich etwas einfallen lassen. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Nein? Ach Gott, ey, diese Antworten, ey, das ist... Boah, wirklich, das regt mich richtig auf, wa? Das, wo stand das, dass ich den ach, Junge. Er ist der Sysdev immer einen Schritt voraus. Und zwar, weil er jeden unserer Informanten ermordet hat. Wenn du so jemanden bewunderst, ist das vielleicht nicht der richtige Auftrag für dich. Das reicht, Lieutenant. Ja. Selbst mein wenn Gott. Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Okay, sie glauben, ein Gerät namens Comspike würde das Problem lösen. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Ey, die Lieutenant Toft ist ja richtig schlau. Toft muss einen Informationsfleck geben, aber warum soll sie der Sache nachgehen, wenn sie nicht mal weiß, worum es geht? Macht gar keinen Sinn, aber gut, okay, ja, melde mich. Perfekt. Denn. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Cricks Vermächtnis zuerst findet. Okay. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Welcher steht diese Operation? Mach weiter so, dann könnte diese Operation das Mast endlich dazu bringen, Ressourcen umzuverteilen. Okay, was möchtest du denn? Ah, erzähl doch. Ich habe noch einmal über unser Gespräch nachgedacht. Darüber, dass man einen Sinn im Leben braucht. Du hast mir zugestimmt, dass ein wahrer Sinn eine treibende Kraft sein kann. Ich fand das tröstlich. Doch seitdem nagt etwas an mir. Ich war immer vollkommen zielstrebig. Habe immer geglaubt, dass meine Entscheidungen notwendig waren. Dass es keine andere Option gab. Ich habe viel geopfert, um zu stehen, wo ich jetzt stehe. Und ich fange an, mich zu fragen, ob es das wert war. Das kannst nur du beantworten. Ich weiß. Ich spreche, wie gesagt, selten über meine Vergangenheit. Und doch. Was du auch getan hast, ich werde es dir nicht vorwerfen. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich versprach, meine Familie zu versorgen. Ich musste mit Schmugglern arbeiten, um Vorräte zu beschaffen, die anders nicht zu bekommen waren. Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben fern der Heimat verbracht. Von einem Planeten zum nächsten springend. Immer in Gefahr. Oft von Gewalt umgeben. Es ist offensichtlich nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Es hat meine Sicht auf das Universum beeinflusst. Keine Frage. Ich war immer überzeugt, dass es unklug ist, jemanden zu nah an mich heranzulassen. Ich hatte
Vielleicht nicht ganz Freunde, aber Menschen, die mir wichtig waren. Und doch gab es immer eine unüberbrückbare Distanz. Ich finde andere Menschen oft kompliziert und verwirrend. Es erschien mir einfacher, keine Bindungen einzugehen. Zumal immer die Gefahr bestand, dass ich jemanden plötzlich nie wiedersehe. Wir sind soziale Wesen. Das Leben ist besser, wenn man mit anderen umgeben, von anderen umgeben ist. Ich habe mich dieser Philosophie bisher vehement verwehrt. Doch genau darin liegt meine Sorge. Was ich sagen will, ich frage mich nun, ob es die richtige Entscheidung war, mich von anderen zu distanzieren. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Dafür bin ich ungeheuer dankbar. Okay. Viele von uns haben an dir gezweifelt. Kann es sein, dass... okay, sie redet immer wieder mit uns. Immer wieder. Und wahrscheinlich irgendwann entsteht da so eine Story-Quest. Kann das sein? Wahrscheinlich schon, ne? Deswegen will die wahrscheinlich immer wieder reden. Okay. Ruf nicht den Schlüssel. Mach nur dein Ding. Ja, ich wollte den rufen, weil... In den Ohren, okay, Cora? Was? Findest du mich nervig? Nein, nie. Schlechte Wortwahl. So sei einfach angedockt. Schnell raus, ja. Ich hab die nur angerufen, weil er vorhin nicht andocken stand. Das hat irgendwie ein bisschen geladen anscheinend wieder. So, okay. Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. Grünend heiß. Okay. Alles klar, Jess. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC-Sternenstation SY-29 entwickelt. Position geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Danke, dass du mich gut aussehen lässt. Sonst hätte ich dich töten müssen. Lass doch mal jetzt reden, bitte, bevor du alles hier wieder klar, Neuling. Auf Kultus. Nächster Halt, New Atlantis. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. Das sollte sie lieber auch machen. Die steht hinter der Tür, deswegen hat die Kamera die fokussiert, weil sie hinter der Tür steht. Sag mal... Ach, nee, komm, egal, scheiße. Klingt, als wäre sie nützlich. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Ich werde ihn in einem Stück zurückbringen. Das will ich aber auch hoffen. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Okay, verstanden. Perfekt, das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jess was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jess die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist.
Wir reden später. Wir reden später. Wollt ihr ein bisschen rummachen, wa? Deswegen bist du so aggro gegen mir, gegen mir. Okay, ist schon wieder gerade so ein bisschen hin und her. Dahin. Zwei Sätze sprechen, sofort wieder zurück. Da wieder zwei Sätze sprechen, wieder zurück. So, warte mal. Lass doch mal zur Loge. Ganz kurz. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Storyline gar nicht so schlecht, aber... Zieht sich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Die zieht sich... Also ich finde schon, dass sie sich ein bisschen zieht. Wie gesagt, diese unnötigen Gespräche dahin, das... Das zieht sich ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht. Aber an sich finde ich die gar nicht uninteressant. Ich bin mal echt gespannt. Hast du hier ein Lieblingsrestaurant? Meines ist im Moment das Whetstone, aber das wechselt. Okay, das ist schön zu wissen. Ich bin mal trotzdem gespannt, was das Schiff jetzt kann. Was hier vor sich geht. Direkt unter der Nase der UC. Ich glaube, hier unten war das. Ja, das hatte ich schon gesehen. Hier ist nämlich alles, was man braucht. Ein Labor. Verbände. Ist es hier so auch, dass du für jedes ein AP kriegst? Okay, gut. Dann lassen wir das auch direkt wieder. So, hier mit dem Zeug. Waffenbank. Anzugbank. Werkbank. Einfache Komponenten. Ach, das ist das. Achso, nee, das meine ich aber nicht. Wo war denn diese. Oder war da. Warte. Kochstation? Doch, hier, Forschungslabor. Das meine ich, genau. Vielleicht war das doch auf meinem Schiff. So. Dekoration? Nein, Alter. Helmmods? Mir fehlt. Junge, ich war auf 15 Missionen, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe. Mindestens 15 Missionen. Warum kann ich denn gar nichts herstellen? Ich habe nichts. Ach, ich verstehe. Warte mal. Weil ich nicht in der Nähe von meinem Schiff bin, wa? Okay. Ja, deswegen brauche ich so eine scheiß Forschungsstation am Schiff, Mann. Das nervt mich gerade alles. Können wir noch ein bisschen was her? Schnell kochen kurz. Aber vielleicht hatte ich ja... Vielleicht hatte ich ja doch da so ein Ding. Und hab's einfach noch nicht gesehen. Hatten wir das an unserem Schiff? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, wisst ihr was, Freunde, bevor ich jetzt hier rumeier? Ich guck einfach vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ich es nicht vergesse, guck ich dann einfach mal ohne euch. Dann können wir uns lieber dann gemeinsam auf die Mission konzentrieren. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, dann mache ich das. Also, hier ist Schluss. Habt ihr Bock auf mehr? Lasst mich das gerne wissen. Like und kommentieren. Haut rein und tschüss.